willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Heute ist auch mein Telefon wieder an. Es war sehr angenehm gestern, dass mich kein Mensch angerufen hat, nachdem es da zuvor ja fast schon Telefonterror war. Ich habe dem Herrn Reinhardt gesagt, unserem Bürgermeister, dass er die Stelle als Förster neu ausschreiben soll. Und wir werden uns dann in Zukunft hauptsächlich um unsere eigenen Felder kümmern. Zumindest hauptamtlich erstmal. Wir müssen auch gucken, vielleicht machen wir noch irgendwas mit Tieren. Was kommt denn der Jürgen jetzt hier angebrettert mit Blaulicht? Oh. Sind die nicht entlastet? So, warte, will zum Harry, der ist schon mal gut, dass er nicht zu mir will. Okay, was machen die denn? Hallo? Hallo. Was ist denn los? Wegen der Sache, was du gemeldet hattest. Ah, ja. Nee, das hatte sich erledigt, weil ich habe seine Stämme direkt verkauft. Aber das letzte Mal, ich weiß nicht, hat mir nur für eine Anhängerladung 39.000 überwiesen. Das war mir ein bisschen wenig, weißt du? Ja, ich fahre dem jetzt gleich hinterher. Muss du dann, als ob ich weiterfahre? Ah. Na, guckst du mal, vielleicht siehst du irgendwie, wie viel dem die auszahlen. Ja. Okay, gut. Ich habe mit denen gesprochen, die leiten mir das direkt weiter beim Sägewerk. Okay, das ist super. Dann kann ich dir Bescheid sagen. Wenn weniger bei dir ankommt, dann sagst du mir Bescheid. Jo. Also ich sag dir den Preis, was er bekommen hat. Jo. Okay. Weißt du, weil ich habe für einen Anhänger 59.000 gekriegt. Und meiner okay. war der günstigste Anhänger oder der mit am wenigsten, der hat 48 gebracht. Mhm. Und bei ihm 39 ist schon ein bisschen arg wenig. Aber ja. ich muss mal Platz machen. Warte. Ja, hopp. So. Dann kann man wegfahren. Hab gehört, du willst Landwirtschaft oder so machen. Ja, ich muss weg mit dem Forst. Also das macht mich kaputt. Echt? Ja. Ey, vorgestern hat mein Telefon, glaube ich, ungelogen 10-mal geklingelt. Was? Ich habe aufgelegt, dann hat es sofort wieder geklingelt. Und ich bin kurz vorm Burnout, ohne Witz. Da ist bald Schicht im Schacht. Ja. Deshalb, ich muss... Ich guck mal, ne? Wegen? Was da rauskommt. Beim Harry. Jo, mach das. Jo, vielen Dank, ja. Ja, ich habe bei mir unten übrigens alles abgesägt und weggemacht und so, ne? Ah ja, supi. Ja. Ah, sieht gut aus. Ich mach jetzt, schön kahl da jetzt. Ich mach jetzt den Auftrag hier noch fertig und dann war's das mit Forst. Ja. Aber ich sehe, glaube ich, da oben liegt, glaube ich, noch ein Stämmchen. Ich muss gerade noch mal eine Runde machen. Also, bis dann. Jo. Ciao, danke. Ciao, ciao. Ah ja, da hinten liegt noch einer. Ich glaube, ich spinne. Den ziehe ich auch gerade mal eine Runde. Harry! Jo. Ey, mach doch sowas nicht. Lad ab und wieder auf, ist viel besser. Weil je kürzer die Stämme, desto weniger Geld kriegst du. So. Ah ja. Ich habe da hinten noch einen Baum gesehen, den zieh ich mal gerade noch her. Kannst du mir verraten, was der Racex wollte? Keine Ahnung, der hat irgendwas von Zollkontrolle geschwätzt. Der wollte irgendwie kontrollieren, wie viel Geld ich verdiene. Ja, bei mir sollte er dann... Bei mir ist er gleich wieder weggewählt. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er uns verwechselt. Manchmal ist der, glaube ich, auch ein bisschen verpeilt. Du darfst ihn nicht bewegen. Also ich zieh mal den Stamm her, dass der auch noch wegkommt. Der wartet sogar da vorne. Ich glaube, der wartet drauf, dass ich wegfahre. Dass ich wegfahre. Dass du wegfährst, warum?
Warum will er die nicht aufladen? Weiß nicht. Ah, jetzt. Ganz die Kleinen lädt er nicht auf. Aha. Nee, die, deshalb ja, das, Ja, aber der... Ja, lass jetzt liegen. Hat er ihn aufgeladen. Aber hier den, der ist so gut. Da größer, warum lädt. Keine Ahnung. China halt. Was die einprogrammiert haben, weiß kein Mensch. Ah, verdammt. Ich glaube, ich fahre mal. Warte, warte, ich habe nur die zwei. Fahr noch. Das bisschen hier, weil dann sind wir fertig. Muss nur hier durchkommen. Für die zwei nochmal extra zu fahren, das lohnt sich nicht. Abladen hier. Den einen muss ich noch, ja. Ei. Verdammt, schon mal ein Schild. Da drüben immer. Hä? Wartet der immer noch? Ja, sieht so aus, glaube ich, oder? Ich guck mal gerade schnell rüber. Ich sehe nichts. Ah, ich sehe ihn nicht mehr. Scheint weg zu sein. So, wie laden wir den denn? So, kriegst du die hier noch? Ja. Ja. Sieht gut. Ah, perfekt. Gut, dann sind wir fertig, gell? Oh, ja, die sind egal. Warte, warte mal. Ich guck mal, ob ich den... Nee, geht nicht. Oh. Ja, dann lasse. Nicht so wild. Ja, hoffe ich mal nicht. Oh, jetzt. Okay. Ja, dann überweise ich dir die Ladung noch. Jo, mach das. Bis dann. Danke, gell? Ich schick das, ich kläre jetzt mit dem Reinhard, was wir kriegen und dann. Also wenn du mir geschickt hast, dann kläre ich es mit dem Reinhard. Tschüss. Jo, tschüss. Gut. Ich hier nämlich durch. Das ist sehr gut. Das ging ja schnell hier. Hallo? Hallo, Herr Reinhard. Ja, ich habe zufällig den Chat gelesen. Da standen Sie drin und ich sollte Sie anrufen. Ja, genau. Moment, ich suche gerade was. Alles grün, das ist schlecht, wenn man da eine grüne Säge sucht. hab sie gefunden. Wir sind unten am Gemeindeforst fertig. Gut. Wenn Sie angucken wollen. Mache ich gleich. Komme ich vorbei. Gut, ich bin noch da. Wenn nicht, dann warten Sie kurz, dann bringe ich kurz Maschinen nach Hause, weil die müssen auch irgendwie weg. Ja, ja, verstehe ich. Okay. Oder nee, ich müsste eigentlich da sein. Bis gleich, tschüss. Bis gleich. So, dann hole ich nämlich mein... Hallo? Hallo? Ja, Herr Knoll. Oh, da habe ich mich verwählt. Eigentlich wollte ich gerade mit dem Bürger. Ah, der, den, ja. Dann, bis dann. Entschuldigung. Tschüss. Bitte schon. Dachte ich, der wollte schon wieder einen Forstauftrag an Mann bringen. Es ist ja lukrativ. Wir haben jetzt schon einiges an Kohle gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir da am Ende wirklich rauskriegen. Aber es ist wirklich, es ist Stress pur. Ja, Moment. Mach mal aus. Warnblinker, mach mal an. So ist richtig.
Natürlich muss ich jetzt das ganze Forst-Equipment wieder loswerden. Aber das ist kein Problem. Oh, nee, warte mal, ich habe die Baumstümpfe nicht entfernt. Was mache ich denn da? Ich sag einfach, das sei notwendig für die Rekultivierung. Das ist gut. Das ist gut für den Boden, dass der nicht erodiert. Das mache ich. Da habe ich keinen Bock. Ich habe so keinen Bock, die Baumstümpfe. Och nee, wenn ich die Baumstümpfe jetzt noch wegmachen muss. Ich probiere mal. Irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen. So, ich bringe mal kurz das Equipment nach Hause. Oh stimmt, da steht ja noch mein Geschenk, verdammt. Habe ich noch nie gesehen. Hammer. Habe ich ja gewonnen, ja, bei der Landwirtschaftsmesse. Das war sehr schön. Licht aus. Ja, ja, das ist toll gewesen. Ein Weiß, ey. Sehr edel. Oh, warte mal. Dann jogge ich mal gerade rüber. Gucken, ob der Bürgermeister schon da ist. Zum Glück ist dunkel, da sieht er auch nicht so viel. Optimale Zeit. Den verstecke ich noch hier. Und ey, das kullert immer weg. Ist ja doof. Hallo, bleib liegen. Wo ist denn der jetzt? Ey, wollt ihr jetzt nicht bis Mitternacht im Wald stehen? Bin gespannt, was die Ermittlungen ergeben. Denkte dann. Wo bleibt der denn? Weit und breit kein Fahrzeug zu sehen, ey. Der lässt ja ganz schön auf sich warten. Naja, ich fahr mal kurz den LKW weg, wieder zum Händler. Kommt der hier jetzt angedüst? Sieht nicht so aus. Ich fange Blinker noch an. Fahre ich den kurz zurück, gebe den mal ab. Aber warte, hier muss ich ja raus. Kann man hier auf meinem eigenen Hof nicht mehr aus. Ich war ja auch nie zu Hause. Ich war die letzten Wochen nie zu Hause. Wirklich.
Ich war nie zu Hause, hab kaum zu Hause gepennt. Ich war immer auf Achse. Gehabt. So, dann stelle ich den beim Händler einfach mal wieder hin und gebe den zurück. Formalitäten natürlich nochmal an. Herr Reinhardt. Wie fahren Sie denn bitte Auto? Ja, da musste ich noch rauswenden, das Ding hat irgendwie so. Ja. Vor allem, ich habe den LKW nur gemietet. Ich gebe den gerade zurück. Dann treffen wir uns gleich. Am besten nicht den Hans-Peter. Nee, da ist er nicht da. Ich stelle dem. Ich gebe den jetzt einfach zurück. Ich sitze nicht im Fahrzeug. Ich höre gerade nichts. Das Auto sieht ganz aus. Jo, passt ja dann. Ciao. Tschüss. Ich komme dann runter. Ja. Hallo? Volker? Ja. Ach ja, ja, da war ja noch was. Wie viel überweist der dir jetzt? Noch nichts. Müsstest du mir jetzt sagen. Okay, ich habe noch nichts gekriegt. Ja, müsste jetzt im Moment ankommen. Okay. Ich bin gerade dabei, den LKW zurückzugeben. Das sind ja unnötige Kosten. Moment. Ja. So, jetzt. So. Ja. Kommt noch nix, kommt noch nix. Warte mal, ich telefoniere mal kurz mit dem Harry. Jo. Ja, der ist gerade im Gespräch. Bist du noch dran? Ja. Okay. Herr Knoll? Hallo? Hallo. Ich wollte Sie auch gerade anrufen. Warum? Ich wollte fragen, ob der Jens BA725, ob der gemietet ist. Den hatten Sie auf der Messe stehen, das war der Hackschnitzel-Dinger. Ja. Ist der gemietet? Nein, gekauft. Ah, haben Sie nichts Gemietetes? Sonst müssten Sie mal gucken. Doch. Nicht, dass da heute Nacht eine große Rechnung kommt. Ich glaube, mein Telefon klingelt. Tschüss. Hallo? Hallo? Harry? Ich würde dir jetzt das Geld überweisen. Okay. Dann da noch was an. Ich notiere. Wie viel sind's denn? Hallo? Ja? Wie viel sind's? Ah. 45, 5. Okay. Gut, dann kann ich die Abrechnung an die Stadt fertig machen. Ja, das machen wir aber morgen, oder? Ja. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ja. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne beim Harry Hofer Blackbeast 86 vorbei auf YouTube. Und lasst ihm gerne auch ein Abo da oder ein Like. Und haut rein, macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.